Hallo, was ist die Breadth-First-Strategy? Vermutlich einfach nur einen breiten Durchlauf auf den logischen Formeln. Nehmen wir an, wir haben hier unsere Klauseln, die sind alle mit und verbunden. Dann wissen wir hoffentlich bereits, dass wir diese zwei hier zu b kürzen können, weil sich nicht a und a ausgleicht. Das sollte so weit erstmal klar sein. Und was heißt jetzt breiten Durchlauf? Breiten Durchlauf heißt, dass wir erstmal alle möglichen Kombinationen hier machen. Jetzt nochmal dieses b hier. Was wir hier rausschließen können, alle möglichen Kombinationen, die wir hier rausschließen können, das ist eben an dieser Stelle das A, das ist an dieser Stelle nicht A oder nicht C. So, hier kriegen wir noch ein nicht A oder C, weil sich das B weghebt. Und hier hebt sich das C weg und es bleibt ein nicht B übrig. Das heißt, wir haben erstmal alle möglichen Kombinationen, die wir aus diesen hier schließen können, alle möglichen Schlussfolgerungen aus diesen hier erstellt. Das war jetzt in der Breite gearbeitet. Und jetzt gehen wir mit dem nächsten Schritt so weit. Wir können jetzt sagen, das hier, diese vier und diese vier sind acht Klauseln, die wir für unseren nächsten Durchlauf benutzen können. Da stellen wir zum Beispiel fest, dass wir, oh, das war knapp, dass wir hier draus schon eine leere Menge hinkriegen. Und normalerweise könnten wir jetzt aufhören, wir könnten aber auch sagen, okay, der Vollständigkeit halber machen wir zum Beispiel auch das hier noch. Hier bleibt jetzt nicht A übrig, weil sich das C wegkürzt sozusagen. Und tatsächlich, jetzt aus diesen hier können wir keine weiteren Kombinationen mehr finden, aber wir haben breiten Durchlauf und er sagt uns, dass wir alles, was wir bisher haben, benutzen können und sollen. Das heißt, genauso würden wir auch diesen und diesen hier verbinden zu einem C und wir würden auch diesen hier und diesen verbinden, jetzt wird es ziemlich unübersichtlich zu einem Nicht-C. Und so geht es immer weiter. Wird alles sehr unübersichtlich. Das sagt einfach nur der Breitendurchlauf. Mach erstmal alles für die nächste Ebene hier. Und dann für die nächste Ebene. Und das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Kommen.